Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe das hier ganz mal ein bisschen nachgestellt. Goblin-Skelett wäre doppelt unnötig gewesen, denn erstens werde ich es nicht benutzen und zweitens habe ich die Rune schon. Skelett erschaffen habe ich hier auf der 7. Kloster und Xalas Teleport brauche ich gerade nicht. Hey! Schauen wir mal, ob mir Hyglas irgendwas Neues schon was rausgefunden zu erzählen hat. Also ich bin mir ja nicht... Nee, das kennen wir alles schon. Das ist langweilig. Gut. Dann würde ich jetzt gerne noch mal kurz zu Gorax gehen und ein paar Sachen einkaufen, bevor ich dann endlich Xadas Brief anschaue. Das schiebe ich mir jetzt ja schon lange genug von mir her. So, erstens mal, guck mal, Angst habe ich doppelt, kannst du haben. Und Teleport, Pass im Minental habe ich auch doppelt, kannst du auch haben. So, dann habe ich noch mehr als genug Heiltränke. Aber Mana könnte ich gebrauchen. Machen wir mal so. Und vielleicht so. Sollte passen. Ansonsten brauche ich, glaube ich, nichts von ihm. Mein Mana ist gerade noch 10. Das ist echt nicht die Welt. Würde ich jetzt gerne mal auffüllen, indem ich mich hier hinlege. Es ist 9.48 Uhr. Das heißt, ich würde jetzt einfach nur kurz schlafen. Bis zum Mittag, bis um 12. Das passt ja. Da ist ja noch hell. Da ist ja auch der halbe Tag vor uns dann. Das sollte für die Folge reichen. So, jetzt aber erstmal, ne? Wisst ihr ja, Brief von Xadas. Den habe ich ja gerade gekriegt. Beim letzten Mal von Laris. Was? Magie 2? Das kann ich doch lesen. Haha, gib mal her. Mana plus 4. Oh, und ich weiß spontan sogar noch, wo ich nochmal einen Mana-Punkt herkriege. Xadas Brief. Da fehlt ein Apostroph. Ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdorath suchen. Das Buch, das du Pyroka gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. So ein Zufall. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es hier wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Ich verrate sie niemandem. Ich werde mich einem wichtigeren Ding widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu besiegen. Wir werden uns wiedersehen. Xardas. Ah, immer dieser Pathos von ihm. Wobei, ich weiß ja nicht. Er verschwindet plötzlich, wenn ich das Böse suche und hat böse Kreaturen in seinem Turm, die ihn in Anführungszeichen bewachen. Ich weiß nicht, Xadas ist mir schon so ein bisschen suspekt, muss ich sagen. So unter uns gesprochen. Aber gut. Mana 184. Denn wenn mich nicht alles täuscht, kann ich hier beten und 100 Gold spenden. Dann bekomme ich Mana plus 1. Und das kann ich, soweit ich weiß, einmal am Tag tun. Ich kann 20 Mal Mana plus 1 bekommen. Und ansonsten dann noch ein paar Lebenspunkte. Es ist dir nicht Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Ha, das war ja einfach. Ich hätte mir einfach nur sagen müssen, dass Xardas sagt, dass ich rein darf. Ja, das merke ich mir. Wenn ich irgendwo nicht durch darf im Kloster, sage ich einfach, Xardas sagt, ich darf. Die Hallen von Irdorath. So, was haben wir? Lampe? Erfahrung bis 1000. Okay. Hier Buchkommoden. Erfahrungsgemäß bringen die nicht so viel zu lesen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Sieht so aus, als sollte hier noch ein Gang sein. Ist aber nicht. Seltsam. So, ist hier noch irgendwas? Ach, warte mal. Ich müsste doch das Auge Innos nochmal aufladen, oder? Kann ich das gerade gar nicht? Kann ich gerade gar nicht. Oder habe ich das schon aufgeladen? Nee, habe ich gar nicht aufgeladen. Habe ich es aufgeladen? Habe ich es überhaupt noch? Warte mal. Das Auge Innos. Wo ist denn das Amulett der Priester? Habe ich an? Genau, sehr gut. Das Auge pulsiert voller Energie. Hm. Dann habe ich das wohl schon aufgeladen. Okay. Na gut. Cool. Bevor ich jetzt aber reingehe, würde ich gerne nochmal eine Runde speichern. Ach ja, genau. Und zu der Statue. Ich kann da einmal am Tag Gold spenden. Ich kann 20 Mal einen Mana-Punkt kriegen. Das heißt, ich kann mir letzten Endes für 2000 Gold kann ich mir 20 Mana kaufen. Was ziemlich cool ist eigentlich.
Also letzten Endes kriege ich dann pro 100 Gold... Ah, verdammt. Das klappt so nicht. Ich könnte aber natürlich... Warte mal, ich habe doch eigene Skelette. Haha. Na, komm her. Kämpfe! Hä, wo ist mein Skelett hin? Das war doch gerade noch neben mir, mein Skelett. Wo ist das hin? Ach, hier unten. Warum bist du hier unten? Warum bist du hier unten? Warst du gerade oben, als ich dich beschworen habe? Hä? Naja, wie dem auch sei. Machen wir das mal eben so. Dann mache ich mir noch eins. Und dann... Komm, mache ich mir noch eins. Manchmal so eine kleine, schöne Armee der Finsternis. Willst du nicht kämpfen? Problem ist nur, ich muss aufpassen, dass ich sie nicht anspreche. Denn dann fallen sie zusammen und verschwinden. Da ist nichts zu holen. Okay, den Beschworenen kann ich nichts abnehmen. Jetzt ist die Frage, was ist mit dem da oben? Kam das mit hier runter? Oder ist das hier noch... Ja, das kam mit runter. Okay, alles gut. Sehr schön. Mana 185. Dann wisst ihr was? Ich bin angeschlagen und ich brauche... Ich hätte gerne mal 5 Mana. Ich meine, ich bin jetzt eh so weit, dass es 5 Lernpunkte kostet. Ich habe mal nachgeschaut. Derzeit kann mir, glaube ich, nur noch Pyroka wirklich was beibringen. Aber der richtig weit, bis 300 Mana oder so. Also ich könnte tatsächlich noch relativ lange von Lernpunkten Mana steigern. Was ich aber dennoch nicht tun werde. Einfach weil die Lernpunkte momentan relativ knapp sind. Ich bin ja, ich weiß nicht, ich bin ja relativ kurz vorm Ende. Jetzt auf dem Weg nach Irdorath kriege ich vielleicht noch 2, 3, 4 Levels. Das heißt 20, 30, 40 Lernpunkte. Das ist nicht die Welt. Deswegen würde ich mir lieber erstmal die Zauber holen und dann mal schauen, wie viel Mana ich am Ende dann auch steigern kann. So, komm schon, iss Pilze. Iss mehr Pilze. Pilze steigern Mana. So, einmal noch. 56. Wie viel brauche ich? 80. 80. Moment, 80 sind 70. Und 2 Pilze. So. Und dann brauche ich noch 150 Mana. Trifft sich gut. Sind genau 3 kleine. Wobei ich jetzt lieber die kleinen benutze als die großen. Ach, guck mal. Die haben sogar was dabei, die beschworenen Skelette. Die habe ich den rostigen Zweihänder, wenn sie einfach so umfallen. Nur haben sie halt nicht diesen Knochen eines Skelettes dabei. Nichts zu holen. Aber gut. Hey, ich habe hier einen kleinen Fortschritt erreicht. Ich speichere mal. Und bevor ich jetzt mich wieder in die Arme von weiteren Gegnern laufe... Würde ich da lieber auf Nummer sicher gehen. Siehst du, so kann es gehen. Das Problem ist halt natürlich, ich habe das Reichweitenproblem. Also wenn die Skelette schnell genug auf mich zulaufen, beziehungsweise ich nicht weit weg genug bin, dann kommt mein Zauber nicht zustande, das wisst ihr ja schon. Verdammt. Ah doch, das hat geklappt. Das war direkt hinter mir. Ah, deswegen war das so laut. Schauen wir mal, ob ich das nicht hinkriege mit Weglaufen, Umdrehen. Hey! Bist du hin? Schweinerei? Da ist nix. Jetzt caste ich hier schon wie wild Zauber in die Gegend, was natürlich Unsinn ist. 30 Mana einmal kann ich noch. Mir fehlen allerdings genau 150. Ich fürchte auch. Ups, das war blöd. Naja, was soll's. Was soll's? Hey! So haben wir nicht gewettet. Zwei Skelette sollten gegen eins bestehen. Ach, komm schon. Also dieses Magiesystem gefällt mir echt nicht. Da gibt's bessere. Da gibt's wirklich... Nein! Ach, ich kann den gar nicht wegschicken. Ich hab's nämlich gerade aus Versehen angesprochen. Was? Oh, ein Skelett-Magier.
Da, hinter der Wand. Skelett Magier, so wie es aussieht. Den würde ich gerne einfrieren. Sicher ist sicher, weil der ist dann doch relativ mächtig und vor allem kann er weitere Skelette erzeugen. Gut, jetzt nicht mehr. So, der hat nichts zu holen. Der hat nichts dabei. Schade. Ah, deswegen haben die Skelette sich da festgebackt. Die wollten den durch die Wand hin angreifen. Okay. Ich kann auch genau einmal zaubern. 160. Machen wir das mal so. 150 sollten reichen. Fehlen mir halt 10 Mana. Was soll's? Und Leben. Ich könnte Pilze essen. Bringt mir aber nichts, weil ich zurzeit eh keine Lebensenergie. Pilze nicht Lebensenergie. Weil ich zurzeit eh keinen Mana kriege davon. Das sollte genau reichen, zufällig. Ah, wer sagt's denn? Da ist nichts zu holen. So, die rostigen Zweihänder würde ich gerne mal mitnehmen. Und da sehe ich schon eine Möglichkeit, mir beliebig viel Gold zu grinden. Ich tue einfach ganz viele Skelette beschwören. Das Mana hole ich mir, indem ich schlafe. Und die rostigen Zweihänder verkaufe ich. Ist zwar nicht die Welt, was ich da an Geld kriege, aber funktioniert, witzigerweise. So, es tut mir leid, dass es hier gerade so dunkel ist. Ihr seht wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich will keine Fackel in die Hand nehmen, weil ich die eh ständig fallen lassen würde. Aber ich kann natürlich den hier tun. Mach ich doch einfach mal. 110 Mana. Machen wir doch 100, ne? Fehlen mir halt 10, was soll's. So, und ich muss sagen, so langsam habe ich das Gefühl, zumindest hier unten habe ich das Gefühl, als Magier relativ gut bestehen zu können. Obwohl ich ja sonst eher mich so schwach gefühlt hatte, vor allem im Minental. Aber hier geht's eigentlich. Ich gehe gerade die rechte Wand lang. Falls ihr euch wundert. Wow! Ha! Gut, dass das zurückgewichen ist. Glück gehabt. So, hier ist nix. Und da ist auch nix. Das ist ein bisschen nervig, dass das Licht ständig kommt und wieder geht. Da ist die Fackel schon deutlich besser, aber die Fackel braucht halt eine Hand und fällt halt vor allem. Da kam ich her. Das heißt, da kann ich rein. Wenn mich nicht alles täuscht, kam ich daher. Okay, was ist eine Sackgasse? Also auch hier kein Zyklus. Soweit ganz gut. Hey! Okay, komme ich hier wieder zurück, ist die Frage. Sieht so aus, sieht bekannt aus. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Ah ja, guck mal, da komme ich her. Genau, da war ich schon. Das heißt, wenn ich jetzt die linke Wand lang gehe, dann komme ich da sogar direkt hin. Ist ja witzig. Wäre ich mal direkt links lang gegangen. Gut, bin ich aber nicht. Was soll's. So. Skelette ausnehmen. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich schaue erstmal, ob ich die Lampen wieder ziehen kann. Nee, kann ich nicht. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, erfahren wir allerdings erst, nachdem ich einen Blick in das Buch geworfen habe. Denn ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, was ich hier unten tue, ob ich hier überhaupt hin muss. Wer weiß, vielleicht ist es ja komplett unnötig und ich habe mich da irgendwie verrannt oder so. Erstmal lesen. Sarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Ein Brief und ein Schlüssel, okay. Der alte Brief? Nee, der war es nicht. Der ist es auch nicht. Steckbrief. Ja, ist das denn? Xalas Brief war es nicht? Hä? Wo ist denn der? Welcher Brief ist das denn? Wichtiger Hinweis. Stinkender Zettel. Ah, das ist echt blöd, dass die alle so gleich aussehen im Inventar. So, dass ich jetzt... Ach, da hat's der Knüllter Brief aus dem Buch.
Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Ach ja, guck mal einer an, da bin ich doch gerade. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über den Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Ah, ach guck mal. Haha, das ist Zufall. Ich schwöre, das ist Zufall, das wusste ich nicht. Zumindest schätze ich mal, dass das die letzte Tür ist. So, Mana ist voll, Leben ist voll. Ich bin bereit. Oh. Das liegt doch auf der Hand. Habe ich jetzt irgendwas? Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Das ist, was hier eine Falle sein sollte. Na, da war ganz Skelett. Ne, ein Dämon. Hahaha. Ja, gut. Mit einem Dämon kann ich es leider nicht aufnehmen. Muss ich aber jetzt wohl, wie es aussieht. Okay. Vielleicht versuche ich mal den großen Feuersturm, den ich erlernen könnte, theoretisch. Ich würde aber mal jetzt was anderes versuchen. Zunächst, nämlich. Ich würde ihn gerne einfrieren. Und mir dann Skelette beschwören. So, erstmal noch ein paar Pilzefutter zum Heilen. Die reichen zwar nicht ganz, um noch mal 5 Mana zu bringen, aber 20 Pilze finde ich, glaube ich, noch im Laufe des Spiels. Das ist doch mein letzter Pilzbonus für das Mana. Okay, er ist mir nicht gefolgt hierher. Das heißt, ich kann hier gefahrlos nochmal speichern, weil ich ja die Skelette immerhin schon mal umgelegt habe. Schauen wir mal, ob der Dämon auf den Eisblock reagiert. Wow, sind das 2 oder was? Okay, das funktioniert nicht. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Die folgen mir nicht hierher. Ein Skelett kostet wie viel Mana? 60 und ich habe zurzeit 100. Naja, 175. Skelett 1. Skelett 2. Skelett 3. Und Skelett 4. Dann bitte nochmal Mana auffüllen. So, liebe Skelette. Dann schauen wir doch mal. Ob ihr nicht gegen den Dämon kämpfen könnt. Kommt mal her. Da ist ein Dämon. Haut rein. Vielleicht doch ein paar mehr. Kann ja nicht schaden. Dumm-di-dumm. Oje, 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 oje. Sieht nicht so gut aus. Ich kann den Dämon mal anvisieren. Wo ist er der? Ja, er kriegt schon ein bisschen Schaden. Aber das ist schon erstaunlich wenig. Ich fürchte, ich brauche da noch mehr Skelette. Dafür fehlt es mir dann tatsächlich doch ein bisschen an Mana. Nun, schauen wir erstmal, was hier hinten ist. Haha, hier ist eine Sackgasse. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Tja, ne? Dämon, so viel dazu. Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ha, das funktioniert nicht. Immerhin kann er hier nicht durch. Das ist schon mal eine gute Sache. Könntest du bitte den Dämon anvisieren? Das fände ich sehr nett. Ach komm schon, warum geht das jetzt nicht? Sehr gut, den einen habe ich, jetzt den anderen. Komm schon, wechsel auf den anderen. Mann! Vielleicht funktioniert es ja mit dem Bogen. So ist jemand dem. Ha. Macht es jetzt Schaden oder nicht? Weiß ich nicht. Ey! Ah, na gut.
Immerhin kommen sie nicht hierher. Das heißt letzten Endes, ich kann hier ganz gemütlich meine Skelette beschwören. Wisst ihr was? Da ich hier in Sicherheit bin, werde ich jetzt erstmal hier gemütlich meine Pilze futtern und dann mein Mana auffüllen. Das mache ich offscreen. Und ja, die kann auch weg. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier mich mit den Dämonen anlege. Ich bin gespannt, was dahinter auf uns wartet. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!